Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, in der Corona-Pandemie zusammenzuhalten. Wir sind ein Land, sagte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. Natürlich gäbe es Unsicherheiten und Ängste. Niemand werde daran gehindert, diese auszusprechen. Leider machten sich aber auch Aggressionen breit. Man müsse sich nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Steinmeier dankte der stillen Mehrheit der Bürger, die seit Monaten verantwortungsvoll handele. Das Erste sendet die Weihnachtsansprache morgen um 20.10 Uhr nach der Tagesschau. In Bethlehem im Westjordanland haben die Weihnachtsfeierlichkeiten begonnen. Am Morgen zogen palästinensische Pfadfindergruppen zur Geburtskirche, wo auch die Mitternachtsmesse stattfindet. Dort soll Jesus Christus geboren worden sein. Touristen werden in Bethlehem auch in diesem Jahr keine Weihnachten feiern können. Wegen der Pandemie dürfen sie nicht über Israel einreisen.